Willkommen zu einer neuen Runde auf German Dota. Ein YouTube-Spiel mal wieder. Und ich spiele Gyrocopter. Ganz gut gegen Undying. Undying sieht man nicht so häufig. Gyrocopter sieht man auch nicht mehr so häufig. Aber kann früh kämpfen. Keine schlechte Kombination mit Patch. Und gegen Undying halt. Das waren zwei der Gründe, warum ich das gepickt habe. Dann haben wir noch den Ricky, ein bisschen komische sozusagen Supports, in Anführungszeichen, Patch und Ricky. Hat schon Rod geskillt, schade, mit einem guten... Gut da. Mich noch vom Arrow treffen lassen. Fing auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Wir haben den anderen schon meist eine Potion aus den Rippen geleiert. In der Lane sind sie jetzt am Anfang auch nicht. Das heißt, ich kann schon ein bisschen denyen. Die Lane kontrollieren, ist das schon mal ein guter Start für uns. So. Sehr schön. Einmal zu früh, ich dachte, ich breche das noch ab. Ich bin doch nicht mehr abgebrochen. So, wir haben die Lane möglichst weit hinten behalten. Nehmen wir die Flag Cannon. Dann stehen wir gar nicht schlechter. Ich weiß nicht genau, was die jetzt machen, ob sie irgendwie die Lanes switchen. So, ich mache schon mal Boots. Mobility auf Gyrocopter sehr wichtig. So, kannst du einfach abzuschätzen, wo die sind. Der nur in den Jungle gegangen ist, der... Okay. So, ich hole mir gleich mal einen Stick. Das wird nämlich gegen den Undying sehr praktisch sein. Na? Ups! Da kam der Ursa von der Seite. Ich bin ein bisschen deswegen nicht zurückgegangen. So, ich brauche auf jeden Fall, wie gesagt, den Stick, was sehr praktisch ist. Da hätten wir ein bisschen schneller reagieren können. Als er nach vorne gekommen ist. Konnte natürlich nicht hooken, weil dann zu viel davor waren, aber... Naja, das vom Elder Titan, das darf man nicht unterschätzen. Mal rausnehmen. Okay. Ah, kann man nicht mehr ganz ran. Ja, schade, dass er nicht. Ein Schuss noch. Ich habe gedacht, dass die Flag Cannon leider auf Level 1
Da hält sie dann nicht allzu lang. Okay. Selbst wenn wir ihn gehuckt hätten, wäre es wahrscheinlich gar nicht so toll gewesen. So, ich guck mal jetzt mal. Helm of Dominator ist relativ stark. Ich weiß nicht genau, warum er die Lane versucht zu pushen. Jetzt war er nur den Last Hit vergurkt. Für uns beide. Na, Hokarino. Hat er keine Lust gehabt. Ist eher der Farmer. Müssen wir aufhören, die Lane zu pushen. Ich bin nicht ganz sicher, was der Patch hier vorhat, ehrlich gesagt. Okay, das hat er vor. Und dann ist ja alles klar. Leider nicht allzu viel Sinnvolles. Undying achten. Jetzt hole ich mal heimlich erstmal hoch. Dann habe ich auch genug. Der TP'd auch immer hin und her. Wenn das irgendwas. Weiß ich gar nicht, wenn das irgendwas mal bringen würde. Das sind her TP'e. Stop pushing the lane patch and messing up the last hits. Okay. das sieht schwierig aus. Die Lane pusht wieder ein bisschen. So, die PA kommt nach oben, na dann. So, jetzt heile ich relativ schnell, da ich so wenig Stärke gerade habe. So. Ja, ist noch mal ein bisschen weggekommen. Aber weit wird damit nicht kommen. So. Well done, PA. So, als nächstes gibt es die Face Boots. Die Mobility ist auch relativ wichtig. Da ist Action. Ich hole mir erstmal die Face Boots jetzt ab. Okay, ordentlich Action da. So, dann will ich erstmal die Rocket Barrage maxen. Mein TP voll in den Sand gesetzt. Ja, fast. Okay,
Sehr schön. Sehr schön. Na, 2-2 weg. Schade. Ja, aber wird schon. Wird doch alles hier. Helm of the Dominator, bisschen Regeneration. Na, den Star habe ich nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht mehr genau, wer es war. Ups, Arrow. Und getroffen. Ja. Ist ein bisschen gefährlich. Ich versuche den Ricky noch zu bekommen. Schauen wir mal in die Mitte eben. In dem Spiel werde ich, glaube ich, einen Dragonlance und einen Hurricane Pike holen, wenn ich auch vom Ursa mal wegkomme. Gute Range habe, auch den Tombstone zu killen mit der Flag Cannon. Die Range ist so ein bisschen eine der Schwächen vom Gyrocopter, von daher passt das eh ganz gut rein. Ich schau die Mitte mal ein bisschen raus. Dass ich schon mal ein bisschen Tower Damage machen kann. Und sie. Mirana kommt in die Mitte. Dann haben sie oben ein bisschen mehr Space. Von links kommt die Mirana. Na, jetzt auf die 12 Minuten ohne warten. 15 Sekunden. Machen wir das eben mal noch. Oh. Das ist zu schnell gewesen, schade. Auch schon die Face Boots. Ich bleib mal weg von der Homing Missile trotzdem. Die Flag Cannon ist zu wichtig gegen Undying. Jetzt habe ich meinen Helm of the Dominator fertig, den kann ich auch ein bisschen stacken. Und fangen wir an mit der Dragonlance. Immerhin 16-10 liegen wir hinten, aber Sanj und Yasha wäre ja trotzdem immer noch relativ wichtig in dem Spiel gegen den Ursa, auch um ein bisschen kiten zu können, aber ich glaube die Dragonlance würde noch mehr helfen. Hol ich mal einen der großen Creeps hier. Die Mirana gekillt, sehr schön. Healer wäre irgendwie auch noch ganz nett, aber ich fange dann irgendwie zu viele kleine Sachen an. Dann behalte ich das Wraith Band erstmal einfach so als kleiner Bonus. So. Könnte noch reichen. Ja, die Mana-Regeneration ohne Aquila sind doch ein bisschen, leidet da ein bisschen drunter. So, gibt's das gleich wieder als Strafe.
Ich bin, glaube ich, meinen Creep zu nah an die Ancients bewegt. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Sidecamp mir hier was hole. Ups. Das war Knäppchen. Zum Glück konnte ich noch ein bisschen Platz nach rechts. Aua, aua, aua. Sonst wäre ich da mal tot gewesen. Von daher, puh. Ich hole mir, glaube ich, mal gleich, wenn das hier abläuft, das Amplify Damage, hole ich mir hier einen Creep. Das kostet auch jedes Mal 50 Mana. Das ist nicht Sinn der Sache. Autsch. Haben sie auf die Nase bekommen. Ah! Warum läuft denn der hin? Irgendwie, ich bin manchmal zu doof, die zu kontrollieren. Anscheinend ist. Hey, für ihren Starfall. Einmal nehme ich halt die Rocket mit. Kann der Patch die mal verfolgen. Und vielleicht kann er das mit einem Hook kombinieren. Oh, ist schön, sie ist zu früh geliebt. Easy. Aber ich bringe mir gleich mal eine Clarity noch mit. So, da komme ich wieder zu spät hier. Ja, ganz nett, wenn man noch den Tower angreifen kann. Und trotzdem die Creeps killt. Slada mit Blinkdagger. Nice. Bayern noch die Nirana bekommen. Das ist natürlich das i-Tüpfelchen gewesen. Na komm, die Ecke. Ah, mit dem Ulti. Nice try. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, gar kein schlechter Versuch. Sehr schön. Ja, not yet. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Hä? Wo geht er denn hin? Ich bin echt zu doof zum Klicken manchmal. Furchtbar mit mir. One's middle tower being attacked truly does send such a rapturous flowing through one's veins. Ursa hier, careful. Come here, I can stun. Sehr schön. So. Mal das Camp farmen.
Zumindest ein bisschen. So viel Damage habe ich ja da nicht, dass das wirklich schnell geht. Kann ich noch versuchen, nochmal zu stacken. Kommt mal alle mit. Währenddessen holen wir ganz gut auf. Sehr schön. Mal kurz zur Rune vorbeischauen. So, habe ich ein bisschen Mana und HP wieder. Auch nicht schlecht. Mit den mehrfachen Rüstungen, die sie jetzt haben, halt durch die schwarzen Drachen und die mehr HP durch den Golem. So, jetzt nehmen wir das schon mal. Jetzt den schwarzen Drachen noch ausschalten. Jetzt geht's aber eh. So. Endlich. Ich glaube, ich mache erstmal ein Upgrade zur Hurricane Pike. Für mein Inventar ganz gut, was ja sonst etwas überfüllt ist. Ups, komm noch nicht weit genug raus. Zu billig eingeklemmt. Weil er seinen Hook nicht getroffen. Oh, das trifft ihn noch. Das ist natürlich bitter. Hook, Hook, Hook. Einfach jemand hooken oder ultien. Das gibt auch nochmal HP. Sehr schön. Das hat mir eben schon sehr geholfen. Die fertige Hurricane Pike. Sehr schön. Easy Kill jetzt. Schön gemacht vom Ricky. Okay, natürlich, während ich tot war, hier mal vernünftig stacken können, aber es war so spannend. Muss natürlich zugucken. Er geht jetzt auf den Shadow Blade. Können wir, glaube ich, besser mit umgehen als mit dem Blinkdagger. Von daher. Also halb-halb. Alles in Vor- und Nachteile. Aber es passt schon. Ich habe jetzt meinen Hurricane Pike fertig, was sehr praktisch ist, eben um aus so einem Scheiß wie eben rauszukommen. Ich geslowt bin durch die Zombies und dann so ein Earth Splitter da sich entwickelt. Und auch gegen Ursa, um aus der Reichweite zu kommen, von daher sehr, sehr praktisch. Die Frage ist, was ich jetzt nächstes fertig mache, aber ist immer noch hier. Da kann ich natürlich eine Pause nicht. Der Magic One, ich glaube, das Rave Band geht als erstes baden und danach gucken wir mal. BKB zum Kämpfen wird in diesem Fall auch nicht so unwichtig sein. Summiert sich dann irgendwie alles schon. Wir werden langsam die Inventarplätze knapp. Na, für den Ricky läuft's gut, der Patch. In der Lane gesehen. Aber ansonsten denke ich, sind wir auf dem okayen Weg. Sie haben gute Team-Kombos tatsächlich. Gut initiiere ich und das dann mit dem Undying und dem Tombstone kann sehr nerven, wenn man dann eine Weile schon da gestunt ist vom Elder Titan und dann sich da die Zombies aufbauen. Also ihr findet ihr Teamfight mit Elder Titan, mit Slaughter und mit Undying ist ein bisschen besser. Aber mit meinem AOE Damage und dem Single Target von den beiden Kollegen und dem Ricky ist es zumindest okay für uns. Nicht super, aber okay. ITP top in a few seconds. Keep chasing him. Well done. Schön gemacht. So, ich hab ein
bisschen pushen hier. Und uns auf die Jagd machen. Zum Beispiel nach dem Irana. Schön in die Rocket reingeliebt. Können wir gleich hier oben weitermachen. Ich lasse die Rocket auf 1. Ist einfach nur so ein netter Bonus. Und das zu leveln für den Damage brauche ich jetzt nicht. Und auch Betäubungsdauer geht auch nur von 2,2 auf 2,8. Von daher lieber Stats. Autsch, die gehen jetzt da den Bach runter, die Jungs. Holen wir uns wenigstens den Power hier oben. Gleichzeitig auskatapultiert aus dem Stun. Hurricane Pike ist ja schon sehr praktisch. Hurricane Pike ist schon sehr gut. Nice. Oh, Ultra-Kill. Na dann. Da sage ich nicht nein. Ja, nice. Und zum ersten Mal, glaube ich, liegen wir jetzt vorne. Nein. Danke, so viel wollte ich nicht tanken. Ich stack schon. Ich nutze meinen Dominator die ganze Zeit schon gar nicht mehr. Tja. Wenn ich besser wäre, würde ich das auch noch machen. Dann würde das alles noch besser aussehen. Jetzt mit seinem Shadow Blade. Achso, die PA ist gar nicht mitgekommen. Jetzt fallen sie aber gerade richtig auseinander. Down mit dem Triple Kill, habe ich nicht gerade erst einen Ultra Kill gemacht. Die sterben gerade wie die Fliegen. Hole ich mir einfach auch mal aus Inventarplatz das Satanic als erstes. Muss ja nicht zu viel rumschiften. Und bin schön tanky, wenn wir jetzt da pushen wollen. Müssen vielleicht aus den Latschen gehauen werden. Illusion. Your top tower is under attack. Your top tower. Help. Your top tower has fallen. Thank you. Na, vom Arrow erwischen lassen. Autsch. Na gut.
den Tums leider nicht kaputt gekriegt. Zu lang geblieben am Ende. Tums doch nicht bekommen. So, als nächstes dann Butterfly. Ich hätte mich einfach zurückziehen können. Ich bin ja extra reingefahren, um der PA und die anderen da zu helfen. Das Typische. Was ist mit unserem Kurier? Warum ist der tot? Weil er keinen Stun mehr gab, keinen Mana. Ich habe schon zwei Stuns benutzt. Der wäre jetzt eh tot gewesen. Und da dachte ich, kann ich noch ein bisschen für Ablenkung sorgen. Ich nehme den Ricky mit. Ist bei Rosha niemand drin? Okay, hat er nicht mehr sein Ulti mehr rausgekriegt. In die Sentry gelaufen. Eine Minute ist er tot. Ah, das sieht doch gut aus. Wie richtig viel Damage mache ich mit meinen Right-Clicks noch nicht. Das hat eher tatsächlich der magische Schaden, der AOE-Schaden. Mirana ist tot. Ich heb mir die Flecken nochmal auf. Dann ist doch ein Cooldown von 30 Sekunden. Wenn es dann noch ein Teamkampf kommt oder so. So, mal einen hier ein bisschen lang schicken. Okay, brauche ich überhaupt nicht, ging eh viel zu schnell. Ich dachte, ich schicke einen lang so ein bisschen zur Abwechslung. Man lasst ihn so ein paar Wegpunkte gehen, damit es nicht so super auffällig ist, dass es nur eine Illusion ist. Völlig wurscht. Roshan war viel zu schnell tot. So, pushe ich mal unten ein bisschen hier mit der Illusion und hier oben auch. Ein bisschen rausschieben. So, jetzt muss er sich jetzt mal zurückziehen ein bisschen. Ups. Und noch mein Satanic, als es eng wird. Einfach gerade Geld dafür, dann will ich das auch mal ausgeben. Sollte noch mal. Autsch.
Soll ich nach den... Na? Wir haben sie immer noch Vision. Greif jemand an, kannst du jemanden killen wenigstens. Komm, ein Crit noch. Wenigstens das. Schnappt ihr irgendjemanden? Ah. Ah, da ist der Gem. Das wird wohl nichts mehr. So. Butterfly noch ein bisschen hin. 39, das ist ein knappes Spiel. Wir haben schon leichte Vorteile, auch wenn es von den Kills nicht ganz so aussieht. Im Moment jedenfalls. Weil man hat schon gesehen, sie haben halt gute Teamfight-Möglichkeiten. Schöne Uphill-Misses mit der Flag Cannon. Mirana wieder in Disconnect. Tja. Eben waren wir auch ein bisschen verteilt, anstatt wirklich auch mit dem Aegis auf die Gebäude zu gehen. Den mittleren haben wir auf die Hälfte, der untere ist bei einem Fünftel. Der auf zwei Drittel oder drei Viertel eher. So richtig weit gekommen sind wir also noch nicht. Konnten auch keinen Buyback oder so erzwingen. Die langgezogenen Teamkämpfe sind für sie auch nicht schlecht. Das macht sich mal beim Undying bemerkbar. Und sie haben dann schon einige Sachen, um mal wieder anzugreifen. Mit Elder Titan zum Beispiel, auch dem Slaughter. Der mal wieder reinblinkt, dann wieder rausgeht und so weiter. Okay, back to video games. Wir müssen dann schon auch mal Gebäude bekommen. Wer jetzt nicht so vergeht, die können sich anscheinend selber nicht ganz einigen, ob sie weiter spielen wollen oder nicht. Back to video games. Ein bisschen hinterm Ricky. Scheint mir nicht ganz ungefährlich. Dann haben wir den Elder Titan da unten. Okay. Da sehen wir mehrere, sehen wir drei, vier. Von daher. Der Patch muss aufpassen, er wurde ja schon gesehen und ist da relativ alleine. So, raus hier. Wir sollten in der Mitte da mal engagen. Oben ist der Ursa. Autsch. Habe ich wieder genau innerhalb. Ja, da wollte ich dem Patsch helfen, weil er so weit vorne stand und dann dachte ich, mach ich den Tombstone weg, damit er vielleicht weglaufen kann. Nein, dem Patsch helfe ich jetzt nicht mehr. Kann nicht so schwer sein. Der spielt einfach nicht gut. So. Dem ist immer dieses Hinterherrennen so, ja, ich hätte einfach farmen sollen, stumpf. Mach mal einen Butterfly fertig. Stattdessen renne ich hinter dem Patsch her, um ihm zu helfen. So ein Schwachsinn manchmal, was ich mache. Ich mir denke, ja, egal. Machen wir es besser. Ja, die Glyph ist auch völlig verschenkt. Kaufen wir uns 5 Sekunden. Den Tower der E stirbt. Ja,
Kampf auch eine Glyphe nicht drehen in den nächsten 5 Minuten. Wenn doch, dann doch. Get it, so he doesn't see the courier. Das ist natürlich überraschungsmomentmäßig nicht mehr allzu viel zu holen. Von dem Patch halte ich mich, wie gesagt, ein bisschen fern. Greed. Ursa ist top. Schneller. Why did you turn? Just keep running. Sie sich gerade umgedreht. Auch schön. Habe ich ihn leider wieder reingeforstet, weil... Bottom Tower being attacked. Gucken, jetzt konzentrieren sie erstmal unten auf den Tower möglicherweise. Oder auf Roshan. Stell ich mal hier in der Patch, kann mich herausdrucken, wenn Quatsch passiert. Anscheinend gehen sie eh nach unten. Pushen wir die Lanes mal ein bisschen raus. Damit sie nicht gleich an mehreren Fronten dastehen. Das ist immer gefährlich. Beiden will ich jetzt nicht unbedingt los mitgehen. Der Ricky ist in der Mitte, PA auch. Okay, jetzt geht die PA ja schon zurück. Can you come, PA? They're inside. Also, Ricky, we need you as well. So, mal die Lane noch ein bisschen rauspushen. Meepmurp. Jetzt holen sie Roshan. Wenn sie die Lanes etwas gepusht. Kleiner Vorteil für uns. Wird, glaube ich, jetzt den Magic Wand verkaufen und den Eagle Song holen. Ja, alle drei Lanes pushen, ja, das ist gut für uns. Kaufen uns, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Das ist doch immerhin etwas. Ja, egal.
Na, die können schon pushen. Ist gar nicht so schwer für sie. Tatsächlich. Komm! Schade, wir sind echt langsam. Also die Mirana hat nicht mal tot kriegen, zu zweit oder zu dritt. Schade. Das wäre eine Tat, eine gute Gelegenheit eigentlich gewesen. Er hat halt noch einen Zurück-TP'd, für den wir mindestens eine Lane. Der Patsch anscheinend irgendwo anders gestorben, ist man gar nicht mal. Na komm! Jetzt hätte ich meine Aether Lance. Ja. Eine Illusion, sehr schön. Schade, dass ich nächstes Mal nach vorne geforst darf. Leider nicht das richtige Ziel getroffen. Na, noch ein TP. Überleg gerade. BKB ist schon hilfreich. Das braucht auch ein bisschen Schaden. BKB wert vor allem gegen die Stunts und gegen die Mirana auch. Ich überlege, ob wenn ich einfach auf den Wake hier gehe, das damit versuche. Oben immer noch Slada und Mirana. Gucken, ob sie ja noch mehr zeigen. Okay, Elder Titan auch. Noch ein bisschen die Wave rauspushen. Don't defend Tier 2, defend High Ground. I hope having a top tower was not a part of your strategy. Jetzt habe ich noch Buyback.
das Satanic angemacht, während ich auf den Tombstone gehauen habe. Auch nicht so hilfreich. Ja, ich wollte ihn nach vorne, also das geht dann gar nicht mehr vernünftig. Ja, wie lange bin ich denn hier? Ich kann also jemand. Kann man dann gar nicht mehr jemand nach vorne forstarfen, ne? Wenn ich hier auf ihn klicke, stimmt. Dann werden ja mal beide weggeschoben voneinander. Schade. Ich dachte jetzt, yeah, jetzt schicke ich ihn nach vorne in den Fountain. Überhaupt nicht geklappt. Tja, aber es fing schon ziemlich früh schlecht an. Der Patch hat echt nicht gut gespielt. Das war ziemlich mies. Der Ricky, für den lief es hingegen ganz gut. Und ansonsten habe ich es nicht mehr beobachtet, was die PA oder was der OD gemacht haben von den Stats. Sieht halt nicht sonderlich beeindruckend aus, weil jetzt 5-mal gestorben sind. Aber wir hatten einfach auch den schlechteren Teamfight, von daher. Vor allem von den Team, vom Team her haben wir das verdient verloren. Ja. Muss anscheinend manchmal so sein, ne? Wie das halt so ist. Manchmal pickt man einfach gerne einen Scheiß.